Auch die Stadt Pirna möchte mit der Zeit gehen, mehr auf innovative und digitale Technologien setzen. Das Smart City Konzept wurde jetzt auf den Weg gebracht. Smart City beschreibt eigentlich all das, was wir darunter verstehen, dass eine bessere Vernetzung aller Akteure der Innenstadt, aller Akteure der einzelnen Verwaltungen und der Beteiligten in der Stadt darstellt. Und es ist zum anderen natürlich auch eine Erleichterung für den Bürger, denn der kann zukünftig einfach noch mehr smarte Lösungen in der Verwaltung finden, die er dann ganz bequem online von zu Hause aus organisieren kann. Der digitale Wandel soll in vielen Bereichen fortgesetzt werden, ob öffentliche Verwaltung, Tourismus oder Marketing. Schon jetzt gibt es die Online-Terminvergabe im Bürgerbüro. Durch die Corona-Pandemie beschleunigt wurden die digitalen Angebote der Bürgerinformation. So wurde die Haushaltsdiskussion erstmalig live im Internet übertragen. Weitere Projekte sollen folgen, auch mit Unterstützung durch die Bevölkerung. Wir haben uns da natürlich auch ein paar Projekte angeschaut, die wir in der Zukunft installieren wollen, zum Beispiel ein digitales Stadtgedächtnis, wo Bürger historische Erinnerungen mit Einstellen, Pflegen nachlesen können, die in dieser Stadt so wichtig sind. Und zum anderen haben wir natürlich auch gesagt, dass wir weiter an diesem Projekt digitale Bürgerdialoge ansetzen wollen, dass wir dort Dinge, die eben jetzt schon stattfinden, eben nur im Online-Bereich hinaus verlagern, dass wir eben eine Vielzahl an zusätzlichen Zuschauern bekommen, die uns dann an den wichtigen Themen der Stadt auch mit begleiten wollen. Auch in Sachen Umweltschutz möchte die Stadt Pirna zulegen. Im Mittelpunkt der Smart City-Idee steht dabei der Fuhrpark des Stadtkonzerns. Smart City bedeutet natürlich auch, dass wir über Lösungen nachdenken, Dinge effizienter zu nutzen. Und da haben wir zum einen den Konzern Stadt Pirna, den die Stadtverwaltung mit ihren Tochtergesellschaften darstellt. Und alle diese Tochtergesellschaften und die Mitarbeiter der Stadt nutzen Dienstfahrzeuge. Und die Idee, die hierbei zugrunde liegt, ist, dass man einen Fahrzeugpool für alle bildet und dadurch natürlich Kosten spart und Ressourcen sinnvoll einsetzt. Und so ist eben angedacht, dass es ein Fahrzeugpool für alle geben soll, damit wir eben dort die Kosten nur einmal auflaufen haben. Bereits im kommenden Jahr sollen weitere Teilprojekte der Smart City Pirna umgesetzt werden. Laut Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke sorgen die Vorhaben für bessere Abläufe und bieten obendrein dem Bürger noch schnellere Bearbeitung seiner Anliegen.